Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen in Plani, unserer Fahrradstadt, am Rande von unserer Map. Letztes Mal haben wir diese Stadt gebaut, allerdings bahnen sich Probleme an, Leute. Probleme, die zu lösen sind, und zwar der Verkehr. Der Verkehr ist schrecklich und die Straßen sind schrecklich und wir müssen das unbedingt irgendwie lösen. Wir müssen hier endlich den Verkehr irgendwie regeln. Und dafür haben wir auch schon angefangen, eine Autobahn zu bauen, die wir um die Map herumschlängeln und dort jetzt überall nur noch Ausfahrten und Einfahrten anbringen müssen, damit die Autobahn dementsprechend auch ihren Job erledigen können. Die andere Sache, die ich unbedingt machen muss, sind diese Ein- und Ausfahrten, denn in diesem Spiel werden Kurven berechnet. Das Problem ist, wenn Kurven berechnet werden, dann werden auch Autos langsamer in Kurven. Heißt, man braucht so ein gerades Ding. Heißt, ich habe es echt gerade komplett uncool gelöst. So sagt man das doch. Denn diese ganzen Autos haben Probleme, sie kommen nicht hier schnell genug um die Kurven. Und was wir ebenfalls machen können, ist die Autobahn größer machen. Hier sind sie, glaube ich, schon geupgradet, die Ein- und Ausfahrten. Genau, hier hinten können wir sie, glaube ich, noch upgraden. Hier, dass wir daraus große Autobahnen machen, aus den Ein- und Ausfahrten. Und dadurch das Ganze verbessern. Also, was müssen wir tun? Wir müssen erstmal unsere bestehenden Ein- und Ausfahrten verbessern, indem wir alles upgraden zu zweispurigen Autobahnen. Und als nächstes müssen wir dann die Ein- und Ausfahrten doch nochmal optimieren, weil die sind gerade echt, nicht cool, Modalo. Die sind echt nicht cool. Und dahin die Ausfahrt. Okay, schon besser, Leute, schon besser. Dann noch einfach diese Straßen hier upgraden, dass sie die größeren Varianten sind, die zweispurigen. Und dann müssen wir uns jetzt Gedanken machen um Plani, weil da läuft gerade einiges schief. Das hat mir auch in die Kommentare geschrieben. Erstmal der Frachthafen, oder? Warum kommt der Frachthafen bitte auf die andere Seite vom Industriegebiet? Das ist ja komplett bescheuert. Denn die Industrie braucht natürlich einen Frachthafen, nicht die Bewohner. Das Problem, was ich hier gerade habe, ist, dass ich hier irgendwie keine Routenverbindung hinbekomme auf dieser Seite. Auf der Seite schon, aber hier nicht, weil das muss immer an diesen, an dieses Ding hier angebunden sein. An dieses Ding. An diese Frachtlinien. Und deswegen müssten wir, glaube ich, ich hoffe, das geht. Wir können ja in der Theorie das da erhöhen. Ich hätte hier gerne ein bisschen mehr Land. Es gibt nämlich ein Terraform-Tool. Das wussten wir ja natürlich auch schon. Wir haben es bis jetzt noch nie benutzt und können hier eventuell nicht genügend Erde. Ach so. Warte, dann können wir hier ein bisschen Erde wegnehmen. Und dann hier wieder Erde. Sowas soll ja auch gegen Tsunamis helfen, habt ihr geschrieben. Warum verliere ich gerade Bürger, frage ich mich. Ich habe ja letztes Mal, also mein Problem ist gerade, wir kriegen hier die Leichen mal wieder nicht weg und ich glaube echt, das liegt am Verkehr. Also mein Plan für die heutige Folge ist einfach nur den Verkehr zu optimieren. Aber ich glaube, ich muss sagen, ich habe das nicht ganz optimal hinbekommen. Aber hier könnte doch durchaus ein Frachthafen jetzt hinpassen. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Wartet, verschieben. Nach hier drüben. Hallo? Küste benötigt. Hier ist auch eine Küste. Oh, nein, da ist gar keine Küste. Oh, oh. Habe ich... Was habe ich getan? Ich habe meine ganze Insel abgesenkt, oder wie... Nein! Wie habe ich das geschafft? Ich habe das Meer vergrößert. Hä? Oder habe ich jetzt einfach nur das Wasser eingesperrt? Wie habe ich das geschafft? Weil eigentlich liegt das alles über dem Meeresspiegel. Läuft es gleich wieder ab? Das ist echt nur ein temporäres Problem. Ja, die Autos können auch durchfahren, das ist kein Problem. Ich habe eher Angst um die Fahrradfahrer. Wir sind hier ja eine Fahrradstadt. Aber ich kann keiner erzählen, dass das hier keine Küste ist. Wartet. Ah, doch, jetzt geht's. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Küste. Okay, immerhin hat das geklappt, was auch immer hier falsch gelaufen ist. Jetzt haben wir es hier verbinden und hier verbinden. Zack. Okay. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier einen Frachthafen. Das braucht jetzt anscheinend nur noch Wasser und Strom. Beziehungsweise Strom dürfte ja von alleine hinkommen.
Hoffe ich doch. Warte, schauen wir mal. Stromnetz. Natürlich kommt das nicht von alleine hin. Dann verlegen wir da halt eine Stromleitung. Ihr habt mir auch geschrieben in die Kommentare, es gibt anscheinend. Das kann doch nicht sein. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass es mit den Krematorien Quatschen ist. Hier, die haben durchaus auch Leichenwagen. Die haben auch Leichenwagen. Genauso wie ein Friedhof. Also das, was ich da anscheinend in den Kommentaren gehört habe, ist durchaus falsch. Das Wasser läuft, glaube ich, gerade wieder ab. Das läuft jetzt einmal über die Insel und dann ab. Wir haben ein Leichenproblem. Wir werden unsere Leichen nicht los. Hier überall werden wir unsere Leichen nicht los und ich verstehe einfach nicht, warum. Der einzige Grund ist halt, wie gesagt, der laute und häufig aufkommende Verkehr. Wir müssen diesen Verkehr irgendwie regeln. Hier haben wir genau dasselbe Problem. Ich habe hier einen Frachthafen. Bei dem Frachthafen, ja, sammelt sich alles. Genau hier dasselbe. Hier habe ich, glaube ich, auch einen Riesenstau am Frachthafen. Deswegen ist es ein Riesenproblem, weil wir haben hier den Frachthafen, der hier angeschlossen ist, plus die Durchfahrtsstraße derzeit von dem allen. Dann haben wir hier diese Riesenstraße, die ich auch einfach mal upgraden könnte. Warum upgrade ich die nicht einfach? Das ist auch überhaupt kein Problem, die zu upgraden. Weil ich kann da sogar so eine Autobahn draus machen. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Hier machen wir halt einfach eine Autobahn kurz rüber. Hier, kein Problem, Autobahn. Schnell. Weiß gar nicht, nee, Autobahn zählt nicht für Häuser. Also Häuser dürfen nicht an Autobahnen stehen. Okay, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Aber man kann es ja ausprobieren, wisst ihr? Man kann es ja ausprobieren. Warte, dann legen wir das hier trotzdem um. Dann upgraden wir die Straßen hier. Wir legen den Strom hier rüber wieder hin. So. Und dann upgraden wir, glaube ich, alle Straßen dazu. Dann haben wir hier was Einheitliches. Das ist doch auch was besser als nix. Und dann parken wir das Ganze auch wieder nach hier drüben. Okay. So, unser Verkehr ist die Hölle. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, also Leute, ihr könnt mir hier gerne helfen, dass ich hier irgendwie einstellen darf, dass in bestimmte Gebiete... Nee, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir verlegen die ganzen Ausfahrten. Heißt, wir brauchen hier eine Ausfahrt auf die Insel, dann am besten auch hier eine Ausfahrt auf die Insel, hier eine Ausfahrt auf die Insel. Wir bauen einfach erstmal überall Ausfahrten hin und hier brauchen wir auch unbedingt nochmal eine andere Ausfahrt, weil es geht überhaupt nicht, dass irgendwie die Leute... die von hier kommen und ins Industriegebiet wollen, hier außen rum und es staut sich hier gerade alles. Und vor allem, das ist ja auch richtig schrecklich. Vor allem, weil wir hier einfach die Richtung ändern können und es verbessert das schon um 1000%. Okay, auf jeden Fall brauchen wir hier eine richtige Ein- und Ausfahrt. Ich glaube, die machen wir sogar zuerst, weil Plani geht es gerade echt schrecklich. Dafür muss ich allerdings die Brücke hier abreißen und andere Sachen hinmachen, weil die Brücke erlaubt mir nicht, richtige Autobahnen dahin zu bauen. Also richtige Ein- und Ausfahrten, weil irgendwie blockiert ist gegeneinander. Das Gute ist nämlich, wenn ich keine Brücken habe, dann kann ich überall Ein- und Ausfahrten machen. Und Ein- und Ausfahrten werden wir ab jetzt immer mit der zweispurigen Autobahn machen. Bedeutet, reißen das ganze Zeug hier einfach mal ab. Und jetzt brauchen wir hier eine Ein- und Ausfahrt von der Seite zum Industriegebiet. Und ich würde sagen, die Einfahrt in das Gebiet, das machen wir einfach von hier oben. Dann können wir hier zwei Anschlüsse machen. Oder drei, dass wir das ein bisschen verteilen auf diese verschiedenen Stationen. Auf jeden Fall müssen wir hier, legen wir von hier nach da und von hier nach da und dann das einfach hier anlegen und dann einfach von da nach da und nach da. Okay, vielleicht entlastet das Ganze ja ein bisschen. Jetzt hat es seinen eigenen Anschluss. Jetzt brauchen wir noch einen für die Innenstadt. Was ist mit den Leichen los? Ach, das ist ja schrecklich. Guckt euch das an. Und dann müssen wir aber hier ganz außen rum und hier dann einen Bogen schlagen. Okay, dann dürfte das jetzt eigentlich auch funktionieren. Jetzt haben wir einen Anschluss an dieses Industriegebiet. Und jetzt hoffen wir einfach, dass sich der Verkehr hier dann beruhigt. Lass ich jetzt ein bisschen laufen, die müssen hier erstmal alle raus. Und wie gesagt, ihr habt mir geschrieben, es gibt Richtlinien, mit denen ich einstellen kann, dass da in das Gebiet gar keine LKWs durchfahren dürfen. Aber ich sehe hier gerade keins. Ich sehe hier nirgends, dass ich einstellen kann, dass hier keine LKWs durchfahren dürfen. Ah, Verbot für starker Verkehr. Ah, okay. Also wenn ich jetzt hier eine Autobahnanschluss baue, dass die da irgendwie rankommen, dann muss ich einstellen, dass in diesem Gebiet kein starker Verkehr rein darf. Okay, gut, dann machen wir hier einen Autobahnanschluss. Und hier ist doch eigentlich ganz guter Platz dafür. Und ich glaube, so ist es tatsächlich die beste Lösung, wenn ich einfach... Warte, dann machen wir den anderen Anschluss einfach hier hin. Wenn ich einfach von hier nach hier eine große Autobahn ziehe und dann sage, yo, ich ziehe hier einfach Post nach oben, eine Straße drüber irgendwie.
So, zack. Führ das hier rüber. Und von hier mache ich dann einfach irgendwie eine Auffahrt, die ich dann damit verbinde. Zack. Oder mache ich einfach von hier nach hier auch eine Abfahrt. Und jetzt habe ich alle drauf, alle runter und auf zwei verteilt. Das dürfte eigentlich funktionieren. Dasselbe machen wir einfach nochmal hier. Einfach zack drauf. Sogar mit der dreispurigen. Und dann kann ich von der anderen Seite hier rüber gehen und hier drauf. Oh, das ist cool. Und hier zack runter. Und dann einfach hier dazu. Oh, das geht ja richtig einfach so. Das ist halt natürlich hier nur die Frage. Ich muss ja eigentlich an eine große Straße ran. Und die haben ja auch keine großen Straßenverbindungen. Was habe ich denn da gemacht? Muss ja erstmal eine große Straße hin. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Upgrade, upgrade, upgrade. 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 Zack. Zack. Okay, sehr gut. Dann haben wir hier jetzt eine Autobahnanbindung. Und dann kann ich jetzt sagen, dass hier in diesem Gebiet, in unserem schönen Gebiet, Förderung des Fahrradfahren. Hä? Das habe ich gar nicht für Richtlinien für Superspaßinsel. Verbot für starken Verkehr. Und es gab noch eine Hightech-Häuser. Ich will Hightech-Häuser finanzieren. Aber Hightech-Häuser will ich gerne generell finanzieren bei allen. Weil Hightech-Häuser ist nochmal die nächste Stufe und das ist eigentlich ganz cool. So, sehr gut. Okay, jetzt können die ganzen LKWs über die Autobahn dahin gelangen. Gleichzeitig wollte ich einen Frachthafen noch umplatzieren. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Ding. Denn ich möchte die Region da entlasten. Deswegen würde ich den gerne irgendwo hier an den Strand hauen. Zack, machen wir den hier rüber, dass nicht mehr die Innenstadt da komplett belastet wird. Und schließen das natürlich auch dementsprechend an die Straße an. Ah, gucken wir auf den Verkehr. Also wir müssen natürlich jetzt ein bisschen die Zeit laufen lassen und schauen, was passiert. Wir müssen halt hier irgendwas noch ändern. Ich glaube, das ist echt nicht gut, dass hier die Sachen so aufgeteilt werden. Und dass wir hier zwei Ein- und Ausfahrten haben. Was soll ich da aber machen? Hier, das da kann ich im Prinzip auch erstmal upgraden. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe eine Idee, wie ich es lösen könnte. Ich brauche hier quasi einen Kreisverkehr, damit der Verkehr hier richtig rotieren kann. Weil hier haben wir gerade ein Riesenproblem. Das Beste wäre, ich könnte da quasi einen Kreisverkehr verlegen. Wenn ich das hier, wartet. Wenn ich einfach hier eine Einbahnstraße rausmache, dass ihr kurz abreißt, hier eine Einbahnstraße rausmache, dann hier eine Einbahnstraße raus und hier. Jetzt habe ich ja quasi einen Kreisverkehr, ist die Sache. Wenn ich jetzt nur noch hier irgendwo anders als hier den Verkehr anbinde, dann dürfte der Verkehr doch hier perfekt rotieren können, oder? Wartet, wir reißen das hier mal ab. Oh, also eigentlich haben wir schlussendlich hier eine Autobahn, die nach hier drüben fährt. Und in dem da und dem hier mündet. So, genau. Jetzt kann es hier einmal im Kreis fahren und dann brauchen wir noch die andere Seite, die das da und das da ist. Wo schließen wir die an, ist die Frage. Wollen wir auch einfach probieren, ob das funktioniert, wenn wir es hier machen. Warte, dann machen wir so und so. Okay, dann haben wir jetzt hier quasi einen Kreisverkehr. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass das mit den Ampeln klappt. Kreuzung, denn hier dürfen natürlich keine Ampeln sein. Ampeln sind hier ja komplett bescheuert. Okay, und vielleicht hilft das jetzt tatsächlich meinem Verkehr, dass der hier ein bisschen besser rauskommt, weil hier habe ich ja Chaos. Jetzt habe ich hier quasi einen Kreisverkehr, dass der Autobahnverkehr sich darüber abregeln kann. Und hier die Hauptstraße wird dann hoffentlich dadurch entlastet, dadurch, dass jetzt auch der Frachthafen weg ist. Okay, warten wir das kurz ab, lassen wir den Verkehr ein bisschen laufen. Dann ist ein großes Problem, glaube ich, an unserer Stadt hier, diese ganzen Ampeln. Vor allem diese Ampel hier. Oder die Ampel hier ist ja auch komplett unnötig. Die Ampel hier ist auch komplett useless, genauso wie die. Dann können wir diese eine Straße hier abreißen, weil die hat echt überhaupt keinen Sinn. Das hat gerade nur Chaos in die ganze Sache gebracht. Den Fahrradweg lassen wir natürlich. Wir sind ja fahrradfreundlich. Und jetzt ist es besser geworden? Naja, die Straßen hier sind komplett überlastet. Ach Leute, ich hasse das. Warum ist es hier alles so complicated? Kann der Verkehr nicht einfach funktionieren? Muss ich hier jetzt upgraden auf 6-spurige Autobahn? Oder was ist hier los? Und die Umleitungsdinger auf mehr oder... Ah, upgraden wir einfach. Upgrade, upgrade, upgrade. Okay Leute, ich bin am Verzweifeln.
So, wir stellen hier nochmal neue Richtlinien her, und zwar auch Starkverkehr ist jetzt in dieser Stadt, in diesem Stadtteil verboten. Okay, Leute, ich bin jetzt so gespannt. Ich habe jetzt hier nochmal alles umgebaut. Ich bin am Verzweifeln. Hier ist auch irgendwie jetzt alles schrecklich. Hier müssen wir eigentlich auch upgraden. Die ist eine Straße. Die geht hier eigentlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Also eigentlich alles hier. Ich kann doch nicht einfach alles abreißen. Ach man. Naja, immerhin haben wir uns den Verkehrsfluss wieder auf 73% gebracht. Am Anfang der Folge war der, glaube ich, auf 53. Also ein bisschen was haben wir schon geschafft. Wir müssen halt diesen Frachthafen jetzt irgendwo anders hin machen oder ganz entfernen, weil der macht einfach alles nur schrecklich. Also, hier nicht. Ich lösche den. Obwohl, dann wird das wahrscheinlich, was da gerade an Auslastung ist, auf die anderen Sachen verlegt. Das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, wenn ich den einfach umlege. Vor allem ist es auch ein Frachthafen. Wir haben hier so viele Frachthafen und trotzdem ist hier das reinste Chaos. Ich mache hier einen Frachthafen hin. So. Vielleicht macht es ja irgendwie besser. Und dann, ich muss mit den Richtlinien irgendwas machen. Es gab hier was anderes, aber da weiß ich nicht, wie viel das kostet. Das können wir ja nachgucken. Wir können mal wieder in unsere Finanzen reingehen. Irgendwie gebe ich gerade viel zu viel Geld für alles aus. Erstens, wir haben noch 12% für die Steuern. Das könnten wir erhöhen. Und wir haben 22.000 Ausgaben durch, oh Gott, Straßenbahn, etc. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, Nahverkehr kostenlos zu machen. Ich würde aber gerne sehen, wie viel Einnahmen ich durch das mache. Ich mache 7.000 Einnahmen. Heißt, ich würde 7.000 Bilanz verlieren. 8.000. Oh, das steigt gerade, meine Einnahmen. Ich probiere es einfach aus. Kostenloser Nahverkehr. Dadurch sinkt natürlich unsere Bilanz. Allerdings können wir dadurch vielleicht den Verkehr entlasten. Was steht denn da dabei? Erhöht Nahverkehrbenutzung, keine Einnahmen durch Ticket. Okay, Einnahmen durch Ticket. Dann, was gibt es denn hier noch für Richtlinien, die mittlerweile sinnvoll wären? Ah, was wir natürlich machen könnten, wären Fähren verlegen. Wir sind hier auf dem Meer. Obwohl, wir haben halt U-Bahn, ist die Sache. Wir haben U-Bahn überall hin. Warum sollte irgendjemand Fähren benutzen? Warum sollten wir Fähren noch verlegen? Das ergibt auch keinen Sinn. Oh Gott. Oh Gott, Leute, ich drehe durch. Also das hier ist alles ganz blöd, muss ich gerade sagen. Das ist gerade echt alles ganz, 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 ganz blöd. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hier, das muss auf jeden Fall so, das muss so. Aber ansonsten, hier sind so viele Dinge, die man beachten muss. Ich habe jetzt hier einen Doppelkreisverkehr. Ich probiere hier seit 1,5 Stunden den Verkehr irgendwie in Ordnung zu bringen. In der Zeit habe ich keine neuen Bürger bekommen, weil ich mich nicht um neue Bürger kümmern kann. Ah! Oh, stopp, okay. Schauen wir mal, ob wir irgendwie über die 73% haben wir jetzt. Oh nee, aber jetzt habe ich hier dadurch eine Verstopfung, weil ich habe hier hinten einen Weg lang gelegt zur Autobahn. In der Hoffnung, dass es das besser macht, aber anscheinend macht das nicht besser. So wie das aussieht, macht es nicht besser. Was haben wir denn? Wir haben ein Stoppschild. Was passiert, wenn ich es so mache? Und dafür hier ein Stoppschild hinmache, dass hier weniger Verkehr gleichzeitig reinkommt? Okay, jetzt kann es hier fließen. Leute, ich werde niemals Stadtplaner. Ihr seht ja, was passiert. Ihr seht ja, Plani. Obwohl, mittlerweile werden überall Leichen ab... Oh, ich muss sagen, Plani geht ja voll in Ordnung. Außer hier am Frachthafen, das ist aber auch richtig dumm, dass man den Frachthafen, dass man die Straßen nicht größer machen kann. Dafür gibt es vielleicht irgendwas im Workshop. Aber es geht ja echt voll in Ordnung. Guck mal, hier ist nur noch... Plani ist ja super dabei. Einzige, die Kurve hier sollte man vielleicht nochmal überdenken. Die ist nicht ganz so sauber gezogen, aber das ist ja kein Problem. Da kann man ja einfach zack und zack. Jetzt dürfte es da wahrscheinlich auch direkt besser laufen. Okay, und dann ist jetzt echt die schlimmste Stelle, ist glaube ich ein Schneckchenviertel. Und hier, was ist denn hier los? Ist hier wieder eine blöde... Nee, ich will nicht den Müllwagen anklicken. Ich möchte gerne die Kreuzung verlegen. Ja gut, das ist natürlich unnötig und das ist natürlich auch unnötig. Genauso wie das ist ja auch komplett unnötig. Dann dürfte hier wahrscheinlich der Verkehr auch direkt gleich ein bisschen... Ja, guck, der löst sich schon auf. Und dann haben wir hier natürlich ultra viel... Ja gut, dann müssen wir natürlich auch einfach nur die Ampeln entfernen. Sehr richtig merkwürdig. Die Standardeinstellungen sind halt überall Ampeln, was man natürlich nie im Leben machen würde, weil der Hauptstraße gebe ich natürlich Vorfahrt und mache die Ampeln weg. Kann man das umstellen, dass die Standardeinstellung nicht ist? Pack überall Ampeln hin? Weil ich muss sagen, da ist es kein Wunder, dass wir hier Fahrprobleme haben.
Okay, schon wieder nicht direkt dunkelrot. Das ist doch schon mal eine Verbesserung. Und hier können wir natürlich auch einfach eine große Straße noch weglegen und irgendwie hier mit verbinden und das da mit. So, okay, dann dürfte das. Und da sind natürlich jetzt direkt wieder. Gibt es eben Shortcut, um in dieses Kreuzungsmenü zu kommen? Weil ich muss sagen, dieser Umweg ist echt, echt nervig. Okay, Verkehrsfluss. Komm schon, 74%. Ja, 74% Verkehrsfluss. Woo! Ach man. Und wir haben hier das blanke Chaos. Okay, Leute, ich schaue einfach, dass ich bis zum nächsten Mal irgendwie gucke, wie ich das mit dem Verkehr besser löse. Aber ich guck mal zwischen den Folgen. Ansonsten sehr gerne Tipps in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wird unser Verkehrproblem. Jetzt habe ich wieder Verkehrsfluss verloren. Ich glaube, ich mache das hier wieder zurück zum Doppelkreisverkehr. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hasse Verkehr in City Skylines. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.